Hallo und Servus, hier ist Ahoi NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast ist natürlich ein besonderer, weil wir stehen kurz vor unserem fünften virtuellen Tag fürs Stiftungsvermögen. Lieber Volker Malcharek vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft, vom Deutschen Stiftungszentrum, dort in der Vermögensanlage für die Stiftungen tätig, verantwortlich seit vielen, vielen Jahren. Wir haben schon viele, viele Interviews, Gespräche geführt. Und wir wollen im Vorfeld des virtuellen Tags, wenn wir auf Sendung gehen, dann einfach nochmal ein bisschen über die Eckpfeiler im Stiftungsvermögen sprechen. Wir wollen dieses Jahr ein bisschen grundsätzlicher diskutieren, was gehört eigentlich rein in Stiftungsvermögen, wie muss ich es vielleicht heute organisieren. Das Thema Immobilie wollen wir ein bisschen anreißen, das Thema Anleihe, vielleicht auch im Verhältnis zur Aktie. Aber zunächst mal, lieber Herr Malcharek, herzlich willkommen in der Ahoi NPO, unserem Freitagspodcast. Würde mich interessieren, wenn ich mir als Stiftung so dieses Thema Anlagekonzept mal vornehme. Wenn ich so diese Eckpfeiler in den Rasen rammen will, wo fange ich denn da heute an, wenn ich ein weißes Blatt Papier habe? Ich kann es deswegen sagen, ich war vor kurzem auf dem Deutschen Stiftungstag und da hatte ich genau den Fall, dass eine Stiftung kam, ich brauche eine Anlagerichtlinie, ich brauche ein Konzept, ich habe aber leider nur ein weißes Blatt Papier dabei. Beziehungsweise glücklicherweise, dann haben wir angefangen, ein bisschen was zu skizzieren. Und jetzt kommen Sie. Ja, danke für die Einladung. Und das weiße Blatt Papier ist jetzt auf jeden Fall, nachdem die Zinsen gestiegen sind, also sage ich mal, mehr gefüllt. Also ich würde eigentlich, sage ich mal, das beherzigen, was man also schon vor vielen Jahren und Jahrzehnten gesagt hatte: Diversifikation. Und wir hatten nur das Problem in den letzten Jahren, dass also die festverzinslichen Wertpapiere und die Festgelder keine Verzinsung abgeworfen haben. Und dann hatten wir sozusagen einen kleineren Blumenstrauß an Anlagemöglichkeiten. Und der hat sich nach unserer Einschätzung also entsprechend ausgeweitet. Also wir können jetzt wieder mit festverzinslichen Wertpapieren also entsprechend Erträge erzielen. Und von der Seite sollte man also eben halt das als Baustein mit reinnehmen, aber nicht mehr so stark gewichten wie in der Vergangenheit, sondern es gehören jetzt eigentlich mehr Sachwerte hinzu, weil es auch, sage ich mal, auf dieses Thema Schulden und wie kann man Schulden entsprechend loswerden. Das zahlt also auf dieses Thema ein und von der Seite würden wir mehr Sachinvestments hinzunehmen, das heißt mehr Aktien. Heißt aber auch letztlich unter Umständen Immobilien, wenn sie noch nicht im Bestand sind. Und ich lese da so unterschwellig ein bisschen raus, löst euch mal von dieser 80-20, 70-30, 60-40 Denke, sondern stellt euch schon ein bisschen breiter auf. Also es darf gerne ein bisschen mehr sein als die Aktien, die Anleihe. Oder interpretiere ich das falsch? Nein, das ist schon richtig. Also wir haben zwar jetzt Zinssätze, aber wenn man schaut, es sind vielleicht 2%, es sind 3%, die man also irgendwie für risikolose Anlagen erzielt. Man muss Also es auch ist vor der real betrachten. Inflation ganz genau. Also Inflation real ist also auch, sage ich mal, im Prinzip das Entscheidungskriterium. Und von der Seite können die festverzinslichen Wertpapiere eine Stabilität bringen. Sie bringen also planbaren Ertrag, aber sie können nicht für die Wertentwicklung sorgen. Und von der Seite müssen also im Gegensatz zur Vergangenheit mehr Aktien eigentlich hinzugenommen werden. Und es gibt also eine Vielzahl von Aktien in unterschiedlichsten Regionen. Es gibt also entsprechende Produkte, wie man dieses Thema angehen kann. Und von der Seite gehören Aktien unverändert also mit in die strategische Asset Allocation und eher mit einem höheren Prozentsatz. Genau, also nicht in diesen berühmten homöopathischen Dosen. Ja, das. Wie ist Ihre Haltung, Ihre Meinung zum Thema Immobilie? Da ist es ja auch so, dass wir 2022 den Zinsanstieg gesehen haben, den sehr, sehr schnellen Zinsanstieg. Und jetzt gab es so das eine oder andere Fragezeichen rund um den Immobilienmarkt. Allerdings gibt es ja den Immobilienmarkt so eigentlich auch nicht, muss man auch mal sagen. Da muss man schon sehr stark unterscheiden. Wenn man sich die Printmedien anschaut, dann spricht jeder über Wohnimmobilien. Wohnimmobilien ist aber mit Abstand wahrscheinlich der kleinste Nutzungsbereich, der also jetzt irgendwie im gesamten Immobilienbereich also eben zu Buche schlägt. Und von der Seite ist eigentlich die Büroimmobilie diejenige, die also, sage ich mal, den größten Stellenwert hat. Und Büroimmobilien sind natürlich durch Corona, durch Homeoffice sehr stark unter Druck geraten. Also von der Seite sind im Büroimmobilien aus unserer Sicht interessant, aber man muss, glaube ich, schon ganz gezielt gucken, in welchen Lagen, wie ist der Zuschnitt der Immobilie und, und. Also diese Qualitätskriterien, die sollten auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Und auch den Einzelhandelsbereich sollte man nicht gänzlich vernachlässigen. Onlinehandel hat natürlich hier schon tiefe Spuren hinterlassen. Auf der anderen Seite, die Städte werden versuchen, also ihre Innenstädte also auch entsprechend attraktiver zu machen. Und da gehört auch eine Mischung aus Gastronomie und aus Einzelhandel dazu. Also von der Seite, ich sehe im Moment, dass der Immobilienbereich, der eine starke Schwächephase durchlaufen hat, sich langsam wieder stabilisiert, was auch mit den Zinsen zusammenhängt.
Und von der Seite kann man auf jeden Fall schon sich die Immobilien in Ruhe anschauen und sollte also eben halt versuchen, möglichst viele Nutzungsarten also unter einen Hut zu bringen, um also da auch diesen Diversifikationsaspekt also dann Rechnung zu tragen. Und dann nehmen Sie die Stiftung, die Sie betreuen, auch an die Hand, im Englischen würde man sagen, give me a rope, und dann nehmen Sie die mit und führen die praktisch in diese Welt der Diversifikation direkt rein, beziehungsweise das gehört für Sie eigentlich seit Jahren dazu, ne? Also dass man das Stiftungsvermögen breit aufstellt. Das ist so unser Musterportefeuille, was wir immer zeigen. Und da sieht man eben halt, da sind nicht nur seit gestern oder vorgestern, sondern seit vielen Jahrzehnten eben halt neben den Renten auch Aktienanlagen und Immobilienanlagen in der Ausrichtung dabei. Und wir würden auch eben halt, wenn es möglich ist, also andere alternative Investments auch noch mit hinzunehmen. Da kann man Private Equity oder Infrastruktur nennen. Nur das ist eben halt doch ein sehr spezielles Thema, was nicht für jede Stiftung geeignet ist. Aber für die Stiftung, die sich sozusagen fit fühlen und die auch in der Lage sind, solche Themen zu bewerten, die sollten solche Themen also auf jeden Fall mit hinzunehmen, weil es also auch einen Mehrwert gegenüber zum Beispiel Rentenanlagen bietet. Und da muss ich Sie natürlich jetzt fragen, weil Sie jetzt sagen, wenn Sie sich fit fühlen, also was muss denn eine Stiftung mitbringen, damit diese Fitness, genau so ein Portfolio zusammenzustellen, damit das passt, damit das auf die Stiftung passt? Hat das auch viel mit den Gremienmitgliedern zu tun, die einfach ein bisschen fitter sein müssen rund um das Thema Vermögen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Interesse, ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Horniness, Entschuldigung für das Wort, aber mitbringen müssen für das Thema Vermögen. Ist das so? Das wäre wünschenswert. Also die Realität sieht leider so aus, dass die meisten Stiftungsgremien doch auf der Förderseite, auf der inhaltlichen Seite, also sehr starke Expertise aufweisen. Und da fehlt es vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen, also dann sage ich mal, in der Kenntnis zur Vermögensanlage. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch Blaupausen. Also man kann ja auch übers Internet schauen, was eine prominente Stiftung für eine Anlageausrichtung wählt. Und von der Seite, wenn man sich, sage ich mal, irgendwie so an dem Mainstream orientiert, und das haben wir in der Vergangenheit auch getan, dann findet man schon irgendwo eine Anlagestrategie, die also, sage ich mal, andere Stiftungen in der Vielzahl also schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten leben und an der ich mich dann ohne weiteres also auch andocken kann. Jetzt war ich neulich auf einer Konferenz, auf einer Stiftungskonferenz in Nordamerika, in Toronto, um genauer zu sein, und dort hat ein Vortragender in einem Workshop gesagt, 60-40, say goodbye und say hello to, und dann 20-20-20, 15-15-10. Wenn ich Ihnen das jetzt hinlegen würde als Stiftung und sage, pass mal auf, können wir sowas auch zusammen basteln? Was wäre so Ihr erster Eindruck davon, Ihre erste Idee dazu? Ist das für eine deutsche Stiftung überhaupt zu machen? Da brauche ich eine Anlagerichtlinie, die das entsprechend mitmacht. Also da, ja, die Gremien müssen auch verstehen, dass das halt bedeutet, dass ich ein ganz viel breiteres Anlageuniversum habe, dass die Erträge aus mehr Quellen kommen. Ja. Das heißt, ich brauche schon ein tieferes Verständnis für Vermögen. Das ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung, und es wird immer wieder mit den amerikanischen Stiftungen natürlich in Vergleich gezogen. Nur man muss natürlich dabei zugrunde legen, die amerikanische Rechtslegung und die Ziele, die amerikanische Stiftungen haben, ist leider in Deutschland so nicht eins zu eins umsetzbar, was zum Teil an den Gremien scheitert, was aber auch zum Teil an den Aufsichtsbehörden scheitert. Also von der Seite, wir versuchen schon, den Stiftungen klarzumachen, was machen amerikanische Stiftungen, welche Ausrichtung, in welchen Anlageklassen, mit welchen Gewichtungen werden dort gefahren, und versuchen also, sage ich mal, diesen Weg zu beschreiten. Er wird aber wahrscheinlich eben nicht eins zu eins in Deutschland umsetzbar, weil es dann am Ende des Tages an den Gremien scheitert, die einfach eben natürlich auch wissen müssen und die Transparenz haben müssen, was steckt eigentlich dahinter. Ich glaube, dieser Satz, den man also auch im Privatkundengeschäft nutzt, kauf nur das, was du verstehst, sollte eigentlich für eine Stiftung also auch maßgeblich sein. Uns ist wichtig, dass die Stiftung nachvollziehen kann bei einer strategischen Asset Allocation, was sind eigentlich die Vorteile, was sind die Nachteile, wie könnte der Fahrtverlauf also ablaufen. Das sollte, sage ich mal, die Stiftung schon nachvollziehen können. Und wenn das also der Fall ist, dann kann man durchaus den Weg, sage ich mal, den die Amerikaner beschreiten, in kleineren Schritten nachvollziehen. Und jetzt letzte Frage an Sie ist natürlich, wenn Sie jetzt mit einer Stiftung sprechen, ich stelle mir so vor, für Sie ist es schon ein bisschen mehr Aufwand heute, eine Stiftung da auch abzuholen, auch Produkte vielleicht zu erklären, Lösungsansätze oder überhaupt Allokationen zu erklären, ein Portfoliokonzept vielleicht zu erklären. Aber das ist etwas, was notwendigerweise mehr und mehr gemacht werden muss. Also vom Gefühl her wird es draußen noch zu wenig gemacht. Wir haben noch zu wenig Stiftungen, die verstehen, was eigentlich zum Beispiel ein Portfoliokonzept ist. Ich finde es persönlich wichtig, dass wir uns mehr mit Portfoliokonzepten auseinandersetzen. Sie müssen mehr erklären. Übersetze ich das richtig? Wir müssen mehr erklären, wir wollen aber auch mehr erklären. Also wir wollen, dass die Stiftungen verstehen, was sie am Ende des Tages tun. Und von der Seite sind ja in der Vergangenheit viele Stiftungen also sehr zögerlich gewesen, weil sie Angst hatten, sie könnten da Haftungstatbestände also in irgendeiner Form auslösen.
Nur die Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten mit den Verlusten, die hatten ja nichts mit Missmanagement zu tun. Das waren kapitalmarktbedingte Verwerfungen, die also dann auch im Stiftungsvermögen sich negativ niedergeschlagen haben. Das finde ich jetzt ganz toll, dass Sie den Punkt nur ansprechen, weil ich glaube, das ist wirklich was, das muss man den Leuten auch eintrichtern. Ja. Alles, was marktgegeben ist, hast du kein Haftungsthema damit. Aber da hat ja auch der Gesetzgeber endlich mal sozusagen mit diesen Business Judgment Rules sozusagen also dann auch Klarheit gesorgt. Denn es ist nachvollziehbar, wenn man also kaufmännische Sorgfaltspflichten also dann berücksichtigt hat, dann ist ein Stiftungsvorstand oder sind die Gremien nicht haftbar dafür. Und das war in der Vergangenheit so eine Grauzone, wo viele dachten, ach, da bin ich dann doch haftbar, wenn ich vielleicht den einen oder anderen etwas offensiveren Weg gehe. Und das hat also, glaube ich, dieses Gesetz schon klar gemacht. Also wenn man mit Vermögensverwaltung zusammenarbeitet, die also jetzt, sage ich mal, wissen, was sie tun und die also auch ein entsprechendes Standing haben, dann kann man auch, glaube ich, eben halt durchaus eine offensivere Anlagestrategie gehen. Man sollte sich eben halt nie irgendwie zu weit vom Mainstream dann wegbewegen. Dann wird es gefährlich und dann ist man angreifbar. Volker Malcharek, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben im Vorfeld des virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen des 5. Sie begleiten das Format, seit praktisch wir das Ding uns ausgedacht haben. Dafür auch nochmal vielen Dank an der Stelle an den Stifterverband der Deutschen Wissenschaft und natürlich auch an das Deutsche Stiftungszentrum, in dem Sie für Vermögensanlagen für Stiftungen zuständig sind. Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Gespräch. Ja, eine Freude. Ja, mir auch. Toll, dass das noch geklappt hat. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie uns gewogen. Hier auf Stiftungen Stärken gibt es natürlich jeden Freitag eine neue Folge Ahoi MPO, unserem Freitagspodcast. Ja, und am 12.06.2024 ab 9.30 Uhr gehen wir live auf Sendung mit Deutschlands erster und einziger TV-Show rund um Stiftungsvermögen, dem virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen. Warum machen wir das? Jedes Stiftungsvermögen kann mehr. Schalten Sie ein.